Plus. Jetzt schnell umziehen und los zum nächsten Einsatz. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LS22. Ich bin wieder zurück in der Freiwilligen Feuerwehr von Waldstetten. Wir wohnen soeben alarmiert, wie gesagt, zu einem neuen Einsatz. Wenn ihr jetzt dieses Einsatzstichwort hört, dann denkt ihr euch bestimmt auch so, och nee, wäre ich doch bloß mal zu Hause geblieben. Einsatzstichwort lautet Verkehrsunfall an Wald. Es handelt sich dabei um ein Elektroautobrand. Schön, oder? Das kann sich hier nur um Stunden handeln. So. Ja, und die FF, die kleine Freiwillige Feuerwehr von Waldstetten, ist die erste Feuerwehr, die jetzt zum Einsatzort fährt und als erstes eintrifft. Die Sirene heult. Wir müssen die Fahrzeuge zusammenkriegen hier. Wir müssen auf jeden Fall vollbesetzt rausfahren. Denn gerade auch solche Einsätze sind extrem schwierig und da brauchen wir sehr viele Leute vor Ort. Ich mach mal eben noch schnell die Sirene aus, bevor wir jetzt hier losdackeln. Die geht nämlich jetzt immer wieder an, ne? Also bis man die ausschaltet. Dann können wir jetzt eigentlich auch schon los. Ja, ich bin gespannt, was wir da gleich antreffen werden. Das kann bestimmt lustig werden. Also ich bin gespannt, ne? Weil solche Einsätze hatten wir bisher auch noch nie. Und damit muss man auch erstmal klarkommen. Und naja, auf jeden Fall ist auch die Berufsfeuerwehr mit alarmiert. Die sind da Spezialisten drin. Die haben das öfters schon geübt anscheinend. Da bin ich mal gespannt, wann die dann eintreffen werden. So. Mit von der Partie ist heute auch die Follow-Me-Mod. Ja, die gibt es. Ich weiß, die gibt es ja schon ewig im LS22. Ich dachte mal bloß so, wo? Wo ist die Follow-Me-Mod? Ja, also ihr habt das ja richtig oft gesagt. Paul, es gibt sie schon. Es gibt die schon lange und so weiter. Und ja, ich habe sie endlich installiert. Ich kann sie endlich benutzen. Ich kann mit mehreren Fahrzeugen auf einmal zur Einsatzstelle fahren. Was will man denn mehr, oder? Das ist so nice. Im 22er LS mit der Follow-Me-Mod mit mehreren Fahrzeugen zum Einsatzort zu fahren, das ist einfach nur himmlisch. Das ist ein Träumchen. Richtig toll. Wir machen mal kurz Halt hier vor der Rettungswache beim RTW. Der kommt nämlich gleich mit. Wenn ich schon einmal vorbeifahre und die Follow-Me-Mod auch anhabe, kann der gleich hier mit rausfahren. Ist praktisch. Alter, das ist so cool. Jetzt muss man endlich nicht mehr einzeln zur Einsatzstelle fahren. Das ist mega, mega cool. Kriegen wir wenigstens auch gleich mehr Leute auf einmal dahin. So, ich stelle mal auch 10 Meter ein zum vorausfahrenden Fahrzeug und dann kann die wilde Fahrt auch schon losgehen. TLF, LF und RTW rücken erstmal zum Einsatzort aus. Einsatzort ist an der B1 hier in Waldstetten. Das ist der übliche Punkt, da wo wirklich die meisten Unfälle passieren. Da brennt anscheinend auch wieder ein kleiner Teil des Waldes. Deshalb auch erstmal unsere Fahrzeuge wo ist genau nochmal der RTW? Was macht denn der hier? Warum fährt denn der nicht? Aber ich hab's doch eben richtig eingestellt. Kann sein, dass die nicht funktioniert mit dem RTW. 10 Meter... Ach guck mal, da ist gar keiner drin, ne? Das ist komisch. Kann ich noch, warte mal, kann... Ach so. Nee, das ist richtig.
So, ist jetzt jemand drin? Nö. Ich glaube, beim RTW funktioniert die Follow-Me-Mode nicht. Da muss ich den doch separat nochmal hinfahren. Das ist ja merkwürdig. Ich habe da jetzt nichts anderes gemacht, wie bei den beiden Fahrzeugen hier. So, das ist natürlich wieder, das ist wieder typisch hier. Das ist typisch Waldstätten. Der KI-Verkehr, der macht, was er will. Jetzt bleibt das Elef wirklich daran stehen. Ich fasse es nicht. Das darf doch hier nicht wahr sein. Was ist denn das, Alter? Wirklich? Das gibt's nicht. Kommt der... Jetzt kommt das Elef wirklich nicht hinterher? Nur weil das gerade hängen geblieben ist am Auto. Aber Leute, wir schaffen's. Zusammen sind wir stark. Wir werden die Fahrzeuge da richtig gut hinbringen können. Man muss alles bloß richtig einstellen und richtig viel Geduld haben. Dann funktioniert es auch. So, was ist denn jetzt hier? Warum geht denn das jetzt nicht? Ja, 10 Meter. So, ab jetzt. Los geht's. Komm, hinterher, Harry. Wir haben Auftrag. Das läuft doch super. Die kann man auch schneller fahren im 22er. Das ist mega. Die rutschen nicht mal von der Straße oder so, wenn man ein bisschen zu schnell fährt. Das ist wirklich Wahnsinn. Hätte ich mir auch im LS17 zum Beispiel gewünscht. Aber da gab es ja so viele Mods, die einfach von der Straße geschwammt sind. So, ich schätze mal auf der rechten Seite, das ist das Elektroauto, was da gerade in voller Ausdehnung brennt. Die erst eintreffenden Kameraden sind am Einsatzort von der Freiwilligen Feuerwehr Waldstätten. Ja, das Auto steht hier komplett in Vollbrand. Die Kacke ist am Dampfen. Der Wald außerdem auch. Das hat sich schon richtig da hinten reingebrannt. Das entwickelt sich gerade hier zum größeren Waldbrand. Ja, die Kollegen werden sich dann erstmal darum kümmern, also erstmal eine Wasserversorgung aufbauen, den Brand versuchen einzudämmen und dass er sich auch hier nicht weiter verbreiten kann. Und ich hole in der Zwischenzeit erstmal die Kollegen von der BF dazu. Also da bin ich ja mal gespannt, was ist denn jetzt hier los, verdammt. Jetzt haben wir es doch, oder? So, bin ich ja mal gespannt, wie lange die Kollegen von der BF jetzt brauchen, bis sie hier eintreffen. So, Helfer entlassen. Ah, okay. Jetzt haben wir den Dreh raus. So, gut, Leute. Dann kommt jetzt die Berufsfeuerwehr Waldstätten hinterher. Die werden uns unterstützen vor Ort. Erstmal mit dem TLF. Da werden wir erstmal in die Nähe fahren. Nehmen wir mal die Seite hier am besten. Das war genau... Das müsste die andere Seite sein, oder? Nee, doch nicht. Das ist der Feldweg. Ah, okay, gut. Dann bleibe ich am besten genau mal mit dem TLF da stehen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Dann kommt das HLF hinterher. Und das stellen wir mal... Genau, jetzt bin ich richtig. Ich wollte auf die andere Seite, auf den anderen Waldweg hier. Dann stellen wir nämlich das HLF hier hin. Wir werden jetzt sozusagen das Feuer komplett einkesseln, damit das wirklich gar keine Chance hat, sich weiter zu entwickeln. Das darf auf jeden Fall hier nicht weiterkommen. Also hier ist ja auch so ein Feldweg. Also eigentlich dürfte das darüber jetzt nicht kommen. Also ich bin gespannt. Wir haben heute auch fast Windstille. Also es dürfte eigentlich nichts Schlimmes passieren, sage ich mal. So, dann haben wir das LF. Von der BF.
die Berufsfeuerwehrkameraden oder Kollegen kommen alle oben vom Hügel. Die haben sich so gedacht, ja, sie jetzt hier auf der B1 fahren, kommen sie gleich über den Waldweg. Das ist natürlich auch praktisch, ne? Da müssen sie auch gar nicht so weit fahren. Das ist viel, viel kürzer, als wenn du jetzt auf der Straße fahren würdest. Naja, kann man machen, ne? So, ne, der KDOW, der campt erstmal so ein bisschen im Sonnenblumenfeld. Kann man auch mal machen. Bei so einem schönen Wetter. Also jetzt sind hier so viele Kollegen schon vor Ort. Aber trotzdem würde ich gerne noch die Nachbarfeuerwehr dazu holen mit dem TLF. Brauchen auf jeden Fall hier sehr viel Wasser vor Ort. Und dadurch, dass wir jetzt auch einen Waldbrand haben und dann auch noch einen Elektroautobrand, ist es sowieso von Vorteil, dass man hier wirklich viel Wasser hat. So, die beiden TLFs sind hier oben erstmal. Die kümmern sich um die Stelle hier. Auf der anderen Seite ist das HLF und die restlichen Kollegen sind unten auf der Straße direkt. Jetzt holen wir uns erstmal noch den RTW dazu, ne? Der steht ja immer noch hier alleine rum. Der Motor ist aus, steht mitten auf der Kreuzung, mitten auf der Straße, so wie man es kennt. Ja, das ist komisch, ne? Dass das nicht funktioniert. Habt ihr eine Idee, was das jetzt war? Also ich habe es doch richtig eingestellt. Naja, wir gucken mal. Vielleicht geht es ja irgendwann mal wieder. Rettungsdienst am Einsatzort eingetroffen. Und dann haben wir natürlich noch die Polizei, die wir heute auch wieder nicht vergessen möchten. Die ist natürlich auch hier zur Stelle. Ja gut, das Auto ist auch geländefähig, ne? Blöd teleportiert gerade, ehrlich gesagt. Aber die sollte hier auf jeden Fall nicht fehlen. So. Die Kollegen meinten schon, es ist ein hartnäckiger Brand. Sowieso, weil der Akku ist anscheinend auch betroffen vom Auto. Und wenn das Teil anfängt zu brennen, dann Prost Mahlzeit, das kann sich hier noch um Stunden handeln. Also der Waldbrand ist anscheinend schon unter Kontrolle. Der wurde erfolgreich eingekesselt, dass hier wirklich nichts weiter passiert. Jetzt ist nur noch die Frage, wie werden wir jetzt mit dem Elektroautobrand umgehen? Weil das ist ja wirklich schon extrem gefährlich, was wir jetzt hier haben. Das ist eine tickende Zeitbombe, ne? Das Auto muss sozusagen laut den Kollegen der BF von Waldstätten separat abtransportiert werden. Das gibt bisher noch nicht die Technik dafür, extra für solche Unfälle, das Auto irgendwie anders zu behandeln, sage ich mal. Also es gibt auch so eine Art Löschdecke, die man komplett um das ganze Auto wickelt. Das ist halt extrem aufwendig, das Ganze, ne? Das ist einfach nur krass. Ne? Und wenn dann irgendwann, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ne? Dass wenn dann irgendwann nur noch Elektroautos fahren und dann viele Unfälle passieren und das Ding auch noch anfängt zu brennen, also was das für ein Aufwand ist, das ist einfach nur heftig. Ich glaube, da müssen die Feuerwehren auch mal erstmal hinterkommen, bis das zur Gewohnheit wird, sage ich mal. Also die sich damit richtig auskennen. Ich weiß ja nicht, wie das in den nächsten Jahren so aussehen wird. Also im echten Leben natürlich jetzt, ne? Aber hier im Alice werden wir das erstmal so machen. Wie gesagt, die Kollegen haben den Brand unter Kontrolle. Der ist jetzt fast komplett aus. Ich gehe dann erstmal rüber. Passt mal auf. Wo haben wir das Teil? Da ist es. Zu einem schönen großen LKW. Das ist ein HKL. Sieht man auch hier. Guck mal. HKL 112. Gehört zur Feuerwehr, hat aber kein Blaulicht. Ist ein schöner LKW mit einem Hakenliftsystem. Da hinten ist ein Container drauf, den man natürlich auch runterlassen kann.
Und mit den LKW werde ich dann erstmal hier zur Einsatzstelle fahren. Ups, wenn es gleich funktioniert. Und werde hinten sozusagen das Elektroauto separat einmal reinstellen. Ja, und dann muss das komplett mit Wasser gefüllt werden, beziehungsweise mit Schaum, damit wirklich das Auto hier nicht anfängt wieder zu brennen. Ne? Und das muss dann auch überwacht werden, mehrere Tage. Es kann immer wieder sein, dass da irgendwie entfacht das neue, also der Akku, dass das neu entfacht und sozusagen dann wieder in Vollbrand steht. Und das muss irgendwie verhindert werden. Deshalb wird das jetzt von uns hier separat abtransportiert mit dem HKL-System, mit dem Scania der Feuerwehr, sage ich mal. Dafür müssen wir uns erstmal richtig aufstellen und dann lassen wir den erstmal runter. Ich bin gespannt, wie wir das jetzt hinbekommen werden hier. So, also. Erstmal die Technik runterlassen. Warte mal, ich mach mal das Feuer aus. Das ist jetzt unter Kontrolle. Das wurde hier rechtzeitig gelöscht. Ja, und das Auto müssen wir jetzt irgendwie da reinkriegen. So, kann ich auch irgendwas aufmachen? Nee, ne? Das geht nicht bei dem Hakenlift hier. Fahre ich mal ein Stückchen zurück. So. Dadurch, dass ich jetzt bloß einen großen Liebherr-Kran habe, macht das eigentlich gar keinen Sinn. Ich bin jetzt eigentlich nur ein starker Mann. Ich habe richtig viel trainiert, um solche Einsätze hier zu absolvieren. Ich mache mal ein bisschen nochmal die Türen zu. Ja, das Auto ist komplett ausgebrannt, aber es funktioniert noch. Ne? Also die Türen kann man hier auf jeden Fall noch zumachen. So. Dann werde ich das Auto jetzt nämlich einmal hochheben. Wartet mal. So, hier einmal zur Seite. Boah, wie das auch noch raucht hier. Kam eine richtige Rauchwolke rüber. Ist gar kein Wunder. Und dann packen wir das hier einmal separat ins Wasserbecken. Also das wird jetzt auch nicht richtig schön und toll aussehen. Das Auto passt auch gerade so rein. Habe ich vorhin schon mal ausprobiert. Ich glaube, das ist auch ein bisschen schräg dann da drin. Aber es spielt gar keine Rolle jetzt. So, Hauptsache ist da drin. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und dann wird das befüllt mit Wasser. Das ist eine riesengroße Badewanne quasi. Und dann muss das Auto separat abtransportiert werden. Ich denke mal, die Feuerwehr wird auch gleich hinterherfahren und das alles sicherstellen. So, Spanngurte können wir da nicht anbringen oder so, ne? Das liegt ja richtig drin, da kann ja nichts passieren. Dann lade ich das mal wieder hoch oder rauf auf dem LKW. Ja, das geht einigermaßen. Also das Auto, ja, es ist fast richtig drin. Eigentlich müsste das richtig reinpassen. Oder? Ach nee, dann kippt alles. Na, so ist doch gut. Perfekt. Das sieht gut aus. Ja, und dann kann das ganze Gefährt hier erstmal wieder abtransportiert werden. Ja, und das meine ich natürlich mit dem Aufwand, ne? Also bis man das alles hier reingeschmissen hat, bis der LKW vor Ort ist und so weiter, das dauert halt ewig. Und wenn das dann auch noch brennt, so ein Akku, so ein Elektroauto, dann hat man eigentlich sozusagen den Super-GAU. Wenn man sich damit dann auch nicht richtig auskennt, ich weiß ja nicht, sind da wirklich alle Feuerwehren geschult drin? Ich glaube nicht, oder? Gerade die kleineren Feuerwehren, die wissen ja gar nicht, was sie machen sollen. Also wie sie das dann irgendwann machen wollen, dass sich damit wirklich jeder auskennt. Ich glaube, das ist auch so, dass man dann für jedes Elektroauto auch so einen passenden Plan hat, damit man genau weiß, wo was ist, wie man am besten herangeht, wie man am besten den Akku trennt vom Auto, wenn er natürlich nicht ausgebrannt ist oder brennt. Also das ist eine ganz schön schwierige Situation. Aber für uns ist der Einsatz erstmal zur Hälfte abgeschlossen. Es wird ein TLF hinterherfahren mit dem LKW zusammen und die Polizei auch. Und dann zum Shop, denke ich mal, werden die fahren. Das ist, da ist ja auch die Werkstatt. Da wird der LKW dann erstmal stehen bleiben mit dem Container hinten und dem Elektroauto. Und dann wird das alles erstmal mehrere Tage überwacht. Eine Güte, Leute, das ist wirklich ein Einsatz vom Feinsten. Ne? So ein Elektroautobrand im LS22 auch noch mit einem HKL-System. Das macht Spaß, Mensch. Das gibt Kraft. Nee, das hat richtig Bock gemacht, ne? Darauf hätte ich auch mal wieder Bock, also weitere Videos zu machen. Also Elektroauto-Unfall zum Beispiel oder so. Könnt ihr gerne mal kommentieren, was ihr euch vorstellt, was ihr gerne sehen möchtet für Einsätze. Immer gerne mal
Einsatzwünsche, Einsatzideen in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel unter dem Video jetzt einfach hier. Und schreibt gerne dazu, wie euch das Video gefallen hat. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bleibt gesund, liebe Freunde. Wir sehen uns dann später in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Schönen Tag noch. Bleibt anständig. Ciao.